Hey und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Der Hersteller Komica macht keine Witze, sondern Mikrofone und hat jetzt zwei neue kabellose Systeme vorgestellt. Einmal das Vimo S und das Vimo C. Nach dem Intro weitere Infos zu beiden Geräten und dann probiere ich das Vimo S in Verbindung mit einem Smartphone aus, denn dafür wurde es in erster Linie gebaut, und das Vimo C in Verbindung mit einer Kamera, vielleicht auch meiner GoPro Hero 11 Black. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Wie eben vor dem Intro bereits erwähnt, das Vimo S wurde in erster Linie für Smartphones entwickelt. Hier gibt es auch unterschiedliche Versionen, werde ich aber gleich im Detail zeigen. Das Vimo C eher für Kameras, der Empfänger wird auch auf einen Blitzschuh angebracht. Natürlich über Klinke hat man hier auch die Möglichkeit, dieses System in Verbindung mit einem Smartphone zu nutzen, wenn euer Smartphone denn überhaupt noch einen Klinkenanschluss hat. Das Vimo S Mikrofon hier für die Smartphones kostet 159 Euro. Vergleicht man das mit anderen Systemen auf dem Markt, die ebenfalls die gleichen Funktionen wie dieses hier bieten, ist der Preis schon meiner Meinung nach fair. Beide Mikrofone natürlich digitale Systeme und bei beiden Mikrofonen gibt der Hersteller eine maximale Übertragungsreichweite von 200 Metern an. Das aber natürlich, wenn man freie Sicht vom Sender zum Empfänger hat und jetzt nicht mit dem Rücken zur Kamera steht. In diesem Setup gibt es zwei Sender, also zwei Mikrofoneinheiten, die man sich irgendwo am Körper anbringen kann. Und für jede Mikrofoneinheit hat Komica einen Windschutz beigelegt. Ein USB-Typ-C-Kabel, um die Transportbox aufladen zu können, denn dort ist ein Akku intern verbaut. Das werde ich euch gleich aber nochmal im Detail zeigen. Und zu guter Letzt dieses Adapterkabel, einmal USB-Typ-C auf USB-Typ-C und Klinke. Ich sag dir eben, diese Box lädt beide Mikrofone, also beide Sender und den Empfänger auf. Komica gibt hier eine Laufzeit für alle drei Komponenten, Sender, Empfänger, von 5 Stunden an. Mit dieser Box kann die Laufzeit auf 15 Stunden erhöht werden. Über diese Schnittstelle wird die Box aufgeladen und hier auf der Rückseite noch eine, denn das ist der Empfänger. Der hält hier mit einem Magneten. Kann ganz einfach entnommen werden. Generell das ganze Setup ist sehr kompakt und leicht gehalten, also ideal zum Mitnehmen, wenn man mit seinem Smartphone Aufnahmen machen möchte. Ihr seht es, das ist hier ein Lightning-Stecker für Apple-Geräte, iPhone oder iPad. Das gleiche kann man sich dann bestellen mit einem USB-Typ-C-Stecker für Android-Geräte. Wenn man sich jetzt den Empfänger im Detail anschaut, haben wir hier einen Regler für die Empfindlichkeit der Mikrofone. Lässt sich hier frei bestimmen, zwei Status-LED, sowie diesen Knopf mit einem M und S drauf. Hier kann man zwischen Mono und Stereo hin und her schalten. Und so würde das Ganze aussehen, wenn es an einem Smartphone installiert ist, in diesem Fall das iPhone 14 Pro. Das werde ich auch gleich nutzen, um die Testaufnahmen zu machen. Dezent gehalten, es ist wichtig, dass es nicht schwer ist, denn man möchte ja sein Smartphone vielleicht auch auf einem Gimbal nutzen und deswegen wäre es nicht so gut, wenn das Smartphone zu viel Gewicht auf der Seite hätte, aber das sollte noch klar gehen. Und so sehen dann die beiden Mikrofoneinheiten aus. Finde ich cool, dass es zwei gibt, gerade interessant, wenn man vielleicht mit mehreren Personen aufnimmt, ein Interview zum Beispiel. Der Ton wird hier mit 48 kHz und 24 Bit aufgenommen. Lass uns mal rausgehen und das Ganze in dieser Kombo hier ausprobieren. Okay, draußen angekommen, jetzt filme ich noch mit dem internen Mikrofon meines iPhone 14 Pro, damit ihr einfach einen Vergleich habt zwischen internes Mikrofon des Smartphones und dem Vimo S hier. Ich konnte jetzt schon ein paar erste Erfahrungen hier mit dem Vimo S sammeln und auch natürlich auch mit dem Vimo C, welches wir im Laufe des Videos nochmal hören werden. Was mir hier jetzt aufgefallen ist, der Regler hier für die Empfindlichkeit. Es wäre cool gewesen, wenn man hier eine Möglichkeit hätte, das Ganze irgendwie zu sperren. Auch wenn auf der Oberseite, dazu muss ich mal den Empfänger hier rausholen, so eine kleine Markierung hier ist, ja, der kleine Punkt in Rot. Man kommt hier halt super leicht gegen und dann verstellt man die Empfindlichkeit und dann wäre es natürlich schade, wenn irgendwie der Ton übersteuert. Also immer darauf achten, dass der Punkt genau da sitzt, wo er sitzen sollte oder zuletzt gesessen hat, als die Audioaufnahme sich top angehört hat. Noch eine weitere Sache. Vom Werk aus ist dieses Teil auf Stereo eingestellt. Das heißt, das blaue Lämpchen, das ist dieser kleine schwarze Punkt hier, leuchtet normalerweise nicht. Das heißt, wenn ihr euch alleine aufnehmt, so wie ich es jetzt machen werde, müsstet ihr theoretisch beide Mikrofone an eurem Körper platzieren, denn für diese Stereoaufnahmen werden beide Mikrofone genutzt.
Denn wenn ihr euch nur eins der beiden Mikrofone schnappt und in Stereo aufnehmt, dann habt ihr nur Ton auf einer Lautsprecherseite. Bitte nicht auf Stereo stellen, sondern auf Mono. Ich werde gleich im Mono-Modus unterwegs sein, da ich nur ein der beiden Mikrofone verwenden möchte. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, hier die Klammer, die man nutzt, um das Mikrofon irgendwo am Kleidungsstück hier so anzubringen. Klack. Lässt sich, wenn der Windpuschel drauf ist, nicht mehr ganz so weit öffnen als ohne. Okay, das ist jetzt eine Tonaufnahme mit dem Vimo S. Bin jetzt nicht im Action-Modus hier vom iPhone drin, weil dort die Auflösung natürlich begrenzt ist und ich nicht auf 4K gehen könnte. Auch wenn das hier ein Audiotest ist. Ich werde gleich auch mal das Smartphone irgendwo hinstellen. Habe leider keine Halterung mitgenommen. Ich halte wirklich am Telefon fest und mich auch ein paar Meter entfernen und schauen, wie da die Verbindungsreichweite ist. Ich weiß nicht, ob ich 200 Meter weit weggehen werde vom Smartphone, wenn es irgendwo liegt. In den meisten Situationen macht es auch keinen Sinn, wenn man 200 Meter von der Kamera weit weg ist, dann sieht man die Person gar nicht mehr. Von daher, ja, schauen wir mal, was gleich geht. Bis auf das mit dem Rädchen ist das Produktdesign hier echt ganz cool, wirklich minimalistisch gehalten. Und gerade für solche Situationen, wenn man mit seinem Smartphone mal schnell ein paar Aufnahmen machen möchte, echt gut geeignet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mich würde jetzt interessieren, ob die digitale 2,4G-Verbindung hier den Ton störungsfrei bis zum iPhone da hinten überträgt. Ich bin jetzt natürlich mit dem Mikrofon zum Empfänger gedreht. Ich drehe mich jetzt mal. Einsatzzwecke, auch wenn es diese gibt, natürlich. Ich werde jetzt langsam Richtung Kamera gehen und das waren jetzt rund 100 Meter, natürlich nicht geeicht und mit Schritten gemessen. So, ich komme immer näher. Was erzähle ich jetzt einfach? Jetzt muss ich mir was einfallen lassen, damit ihr hören könnt, ob der Ton, wenn er weg war, ab einer gewissen Entfernung wieder da ist, aber klappt ja irgendwie. Knackig kalt ist es heute, minus, den Versprecher lasse ich drin, minus 4 Grad sind es. Die Drohnenlipos würden jetzt alle der Reihe nach schlapp machen. Flugzeit wahrscheinlich um die Hälfte verkürzt. Apropos Hälfte, ja, das müssten jetzt schon so 50, vielleicht sogar noch weniger Meter mittlerweile jetzt sein. Aber so hört sich das Ganze an. Oh, ich habe jetzt natürlich nicht drauf geachtet, als ich das Smartphone mit dem Empfänger da in die Tasche gewurstelt habe, als Halterung, ob ich was am Regler verstellt habe. Ihr versteht, was ich meinte, ne? Mit dem Sperren lassen. Sah jetzt aber nicht danach aus. Ah, heute müssten Drohnenvideos gefilmt werden. Interessante Farbstimmung. Und damit das am Ende nicht heißt, du hast gar nicht die Stereoaufnahmen vorgeführt. Das, was du jetzt hörst oder was ihr hört, sind die Stereoaufnahmen. Natürlich die Mikrofone nicht ideal platziert. An dieser Stelle würde ich mir tatsächlich eine Lösung wie beim DJI Mic wünschen, wenn die Rückseiten der Mikrofone magnetisch wären oder metallisch plus Magnetknöpfe, die man unter der Jacke platziert. Dann könnte ich beide Mikrofone schön links und rechts von mir platzieren und dann wäre wahrscheinlich das Ergebnis noch besser. Huch, jetzt wird's aber auch kalt. So viel dazu, wechseln wir wieder nach innen. Ich wünschte, ich könnte jetzt nach drinnen, um mich aufzuwärmen. Bleibe aber natürlich selbst draußen, weil ich die Vimo C-Aufnahmen hier noch für euch machen möchte. Schreibt jetzt mal gerne euer Feedback zum Ton unten in die Kommentare. Und ich habe eben bei den Versionen unterschlagen, dass es das Vimo S Mikrofon auch in einer weißen Farbausführung gibt. Und jetzt aber widmen wir uns dem Vimo C. Natürlich beide Geräte wie immer unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Diese Version mit 179 Euro, einen Ticken teurer. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, das Video nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Ebenfalls eine Angabe vom Hersteller von 200 Metern Entfernung unter idealsten Bedingungen, also freies Sichtfeld, nicht den Rücken zugedreht, mit dem Mikrofon zum Empfänger hin und so weiter. Ebenfalls der 2,4G Dualkanal. Die Laufzeit hier beträgt 8 Stunden, mit Case dann insgesamt 20 Stunden. Und natürlich schauen wir uns auch hier jetzt die Verarbeitung und das Design an, sowie das beiliegende Zubehör.
Im Grunde ja cool, dass Hersteller immer irgendwelche Taschen und Beutel dazulegen, aber ich bin so ein Mensch, ich packe dann immer das Produkt ohne irgendwelche extra Taschen einfach in meinen Rucksack und los geht's. Je weniger man vor Ort irgendwie auf- und zumachen muss, umso besser. Oha, wie viele Kabel wurden denn hier dazugelegt? Ich mach's mal schnell auf für die Kamera, aber ich fühle es bereits schon. Das sind ebenfalls zwei Windschutzeinheiten für die Mikrofone selbst. Dann unterschiedliche Verbindungskabel, zum einen natürlich für DSLR-Kameras, das sieht man hier an diesen zwei Polen, und das andere wahrscheinlich dann mit drei, um das Ganze dann doch noch, wie gesagt, mit einem Smartphone verbinden zu können. Sieht man hier ganz gut. Auch hier liegt dieses Splitkabel bei, um das Vimo C ebenfalls an einem Rechner anschließen zu können. Vom Design her schlicht gehalten, nicht zu groß, nicht zu schwer, kann man noch ganz gut mitnehmen. Hier mit Status-LED, um den Akkuzustand direkt abzulesen. Wenn wir uns jetzt den Empfänger anschauen und rausnehmen, geht sofort das Display an. Das Gerät scheint jetzt schon einsatzbereit zu sein. Das Display farbig gehalten. Das unterscheidet sich natürlich zum Vimo S. Dort gab es nur diese kleine Status-LED. Was sich ebenfalls unterscheidet, ist die Möglichkeit, die Sensibilität der beiden Mikrofone einzustellen. Dort gab es ja den Regler und hier wird das über die beiden Volume-Tasten an der Seite geregelt. Es sind vier unterschiedliche Empfindlichkeitsstufen. Ansonsten im Detail betrachtet hier auf der Unterseite der An- und Ausknopf, den Klinkenausgang, sowie auf der anderen Seite die USB-Typ-C-Schnittstelle, um das Adapterkabel anzuschließen, auch natürlich wichtig, wenn man zum Beispiel Kopfhörer nutzen möchte, um als Filmemacher beim Aufnehmen den Ton direkt über Kopfhörer kontrollieren zu können. Hier die Kontakte, damit das Ganze in der Box aufgeladen werden kann, das als Klammer gehalten und gleichzeitig auch natürlich von den Maßen so designt worden, dass man das auf einen Blitzschuh stecken kann. Einmal den hier gemacht, zack, das passt. Ich habe hier den MediaMod bereits schon drauf, dann steckt man hier das eine Kabel in den Empfänger und das andere Kabel in den MediaMod und so kommt dann der Ton auf die Aufnahme von der GoPro. Bevor wir diese Produktkombo live in Aktion sehen, nochmal einen Blick auf die beiden Mikrofone. Ich kann mich hier nur wiederholen, ich finde es gut, dass hier wirklich zwei beiliegen. Im Detail betrachtet sieht das Ganze wie folgt aus, hier eine Status-LED. Aus einem Plastik, das ist klar. Leicht und kompakt, aber in der Länge hätte es noch einen Ticken kürzer sein können. Auf der Rückseite wieder die Klammer, hier der An- und Ausknopf und auf der Unterseite dann eine USB-Typ-C-Schnittstelle, um das Ganze per Kabel aufzuladen oder dann über diese beiden Pins dann in der Ladebox selbst. Und jetzt zum Abschluss des Videos auch hier nochmal ein Klangbeispiel, das Vimo C in Verbindung mit der GoPro Hero 11 Black und dem MediaMod. Gleiche Geschichte wie eben beim Vimo S. Nur, dass ich jetzt mit der GoPro Hero 11 Black und dem MediaMod am Aufnehmen bin. Das ist auch das Mikrofon vom MediaMod. Und jeder, der seinen GoPro-Klang aufwerten möchte, sollte zwar auf den MediaMod setzen, aber nicht auf das Mikrofon, welches hier verbaut worden ist. Denn der Klang gefällt mir persönlich nicht wirklich. Teilweise habe ich das Gefühl, dass das Mikrofon, welches in der GoPro selbst verbaut ist, sogar einen Ticken besser ist oder sich einen Ticken besser anhört. Der MediaMod ist natürlich wichtig, um externe Mikrofone dran zu platzieren, über den Klinkenanschluss, welcher im MediaMod sitzt. Und genau so werde ich auch gleich das Vimo C an der Kamera anschließen. Jetzt nimmt das Komica Vimo C Mikrofon hier auf. Klopf, klopf, ihr hört es, vielleicht noch ein bisschen Richtung meinem Gesicht gedreht. Auch hier seid ihr herzlichst dazu eingeladen, Feedback zu der Tonqualität zu schreiben. Im Vergleich zum MediaMod ganz klar ist das aus meiner Sicht eine deutliche Verbesserung. Und ganz klar wird dieses Setup auch eine deutliche Verbesserung sein zu den meisten Filmkameras, die ein intern verbautes Mikrofon haben. Schon allein die Möglichkeit hier mit diesem Windpuschel ist natürlich sehr cool, aber auch hier der Klappmechanismus von der Klammer mit dem Windpuschel begrenzter als ohne. Und hier jetzt mal voll in die Sonne gefilmt und das Dynamic Range der GoPro gezeigt. Also ich finde es ja krass, wie die Kamera das macht. Sehr schön, auch hier mit dem Zaun, das Glänzen, kommt echt gut rüber. Ich werde jetzt hier auf einen Stereo-Test mal verzichten. Ihr habt es ja vorhin gehört, das wäre einfach doppelter Content. Hier habe ich das Ganze auf die Stufe 2 gestellt, sagte ja vorhin, vier Empfindlichkeitsstufen sind möglich. Also so ein gutes Mittelding, da kommt hier der MediaMod von der GoPro immer ganz gut mit klar. Und auch zu der Akkulaufzeit beider Mikrofone, egal ob das Vimo C oder das S vorhin,
war, beide Geräte haben eine gute Laufzeit und lassen sich dann auch schnell über die Transportbox nachladen, um wieder einsatzfähig zu sein. Jetzt zieht hier auch gut Wind durch und das ist natürlich cool mit so einem Windschutz, dass hier keine Störungen auf der Aufnahme dann zu hören sind. Kurz und knapp, beide Mikrofone machen für das Geld, was sie kosten, einen guten Job. Natürlich mit ein, zwei Verbesserungswünschen, die ich schon genannt habe. Und übrigens, wenn ich irgendwelche Rabattcodes für beide Mikrofone haben sollte, packe ich diese unten zu den Links mit dazu. Und mit diesen Worten, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.